Guten Abend. So, dann wollen wir mal. Alfred, sag mal, das sieht ja gar nicht gut aus. Bist du etwa verletzt? Nö. Und wofür dann die Krücken? Ja, so muss ich nicht in den Außendienst. Guten Abend! Du sag mal, Hans-Werner, könntest du mich hier gleich im Bauamt kurz vertreten? Mein Sohn Timmy kommt gleich ins Rathaus und wir haben etwas Wichtiges zwischen Vater und Sohn zu besprechen. Klar, Alfred, das mache ich doch wie immer sehr gern für dich. Prima. Dann kannst du auch gleich die Schnittchenplatten für unser 11-Uhr-Meeting bei Frau Hessebach bestellen. Habt ihr heute schon wieder Meeting? Ja, wieso? Hattet ihr nicht gestern erst 3 Meetings? Ja, und was soll die Frage? Und was habt ihr gestern auf dem Meeting besprochen? Ja, dass wir mehr Meetings brauchen. Und was werdet ihr heute besprechen? Mehr Schnittchen für die Meetings. Die Lachsschnittchen sind immer viel zu schnell vergriffen. Ich dachte, Meetings wären immer dafür da, um etwas Wichtiges zu besprechen. Wichtiges? Ah, dann meinst du das Met-Ding. Welches Met-Ding? Das ist neu. Ein Met-Ding ist ein Meeting, auf dem es nur Met-Schnittchen gibt. Machen wir ab sofort einmal die Woche. Na toll, und für uns Veggies? Hans-Werner. In unseren Kreisen gibt es keine Vegetarier. Wer nur Möhren im Kopf hat, kann keine Karriere machen, oder? So, hier ist noch dein Anteil von unserem Baudeal letzte Woche. Mit Baulöwe Gunter Friedenwald. Richtig. Die Einkaufspassage. Das hat man noch nicht abgerechnet. Vielen Dank. Die Baugenehmigung. Ja. Und hier ist der Zettel mit meinen Schnittchen-Favoriten. Okay. Mach da keine Fehler, Hans-Werner. Du weißt, Schnittchen sind mir wichtig. Ja, ich weiß, ne? Schnittchen sind das Wichtigste überhaupt für dich. Ja. Ohne Schnittchen ist die Arbeit halb so bunt. Jeder hier liebt Schnittchen, auch der Rathaushund. Ob mit Gürkchen oder Käschen, und mit ordentlich Mayonnaisechen. Schnittchen halten jeden Tag hier die Mitarbeiter wach. Auf den vielen Konferenzen würden alle nur noch schwänzen. Gäb es keine Schnittchenplatten, die stellen alles in den Schatten. Mit Mozzarella fein vom Büffel und mit ordentlich weißem Trüffel. Für Schnittchen muss der Bürger blechen und wir haben eh nichts zu besprechen. Na 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 na. Dankeschön. Vielen Dank. So. So, und mach da keine Fehler mit den Schnittchen, Hans-Werner, nicht? Aber deine Bestellzettel, die werden auch immer kleiner, Alfred. Wieso, für einen Fuzzi, ein Fuzzi-Zettel? Frau Hesselbach. Herr Baumann. Ich würde gern mit Ihnen die Bestellung für den heutigen Tag durchgehen. Sie wissen schon, die Schnittchen. Oh, Sie sind mir auch so ein Schnittchen, Herr Baumann. Wäre ich 10 Jahre jünger, hätte ich Sie längst vernascht. Wie bitte? Also, Frau Hesselbach, könnten wir bitte sachlich bleiben? Ich bin seit 21 Jahren glücklich verheiratet. Ich stehe auf verheiratete Männer. Aber ich stehe nicht auf vorlaute Sekretärinnen, die ihre Vorgesetzten anbaggern. Ach, Herr Baumann, Sie sind nicht mein Vorgesetzter. Das Einzige, was ich Ihnen vorsetze, sind Schnittchenplatten. So. Wer so sagt, hat noch nichts getan. 22 Mal Lachs, 17 Mal Roastbeef und 24 Veggie-Schnittchen mit Gürkchen und Käschen und ordentlich Mayonnaischen. Und alles bitte bis 11.30 Uhr im Konferenzraum. Sehr wohl, Schnittchenschleicher. Jetzt sehen Sie aber mal zu, Schnittchenverabreicher. Passen Sie auf, Sie nicht einflussreicher. Klappe, Sie großer Intrigenspeicher.
Oh, das sag ich dem Bürgermeister. Na, wieder Stress mit Hesselbach? Ich glaube, die Alte ist irre. Wie kommst du darauf? Die hat mich angebaggert. Ja, dann ist sie irre. Wir sind die Rathaus-Amigos und das ist jetzt kein Witz. Wir waren mal Beamte und heute schreiben wir die Hits. Wir sind die Rathaus-Amigos von München bis nach Kiel. Wir trinken gerne Käffchen und davon gerne viel.